Hey Guys und herzlich willkommen zu einem neuen League of Legends Gameplay auf meinem Kanal. Heute erneut im Türkei-Server Elo Climb mit meiner Wenigkeit als Malphite auf der Top-Lane. Und wie ihr sehen könnt, wir spielen mittlerweile schon mit Master-Spielern zusammen. Und zwar, wie ihr sehen könnt, der Lucian. Und das könnte allmählich mal spannend werden. Jetzt sehen wir allmählich mal, wie die Master-Spieler auf diesem Server spielen. Und ja, nein, wir befinden uns natürlich noch nicht im Master-Tier. Wir befinden uns noch im Raum von Platin 1 bis Diamond 4. Ist also noch ein weiter Sprung bis Master-Tier. Ich bin gerade in der Promotion zu Platin 1. Ist also noch wirklich noch ein ganzes Stück entfernt. Also vor allem noch zu Diamond. Aber das sollten wir allmählich mal hinbekommen. Ist die Frage, mit was fangen wir denn am besten an? Ich würde sagen, mit dem hier. Sehr gut. Der Doktor ist da. Malphite ist ja wirklich so ein richtiger stupider Champion. Meiner Meinung nach. Und die haben Vega Mitte. Verstehe. Rudi hat gute Stats. Okay. Ja, Rudi hat gute Stats. Jinx hat gute Stats. Ansonsten geht's noch. Darius, ich weiß nicht, wie aktuell Darius überhaupt noch in die Mitte reinpasst, aber ich denke mal, das sollte jetzt nicht mehr so das ganz große Problem darstellen für uns. Wir fangen mit ihr an. Good job. Ich hoffe mal, die Shyvana kann auch einigermaßen spielen. Der Vega kann anscheinend auch spielen, soweit ich das sehen kann. Ich hab meinen Auto-Tag abgebrochen, das ist sehr schlecht für mich gewesen. Naja. Er hat gewordet. Versuchen vorher es einfach mal zu lasten die ganze Zeit. Oh, ich habe da schon die Trace verloren. Ah, oh, nicht schlecht. Tut weh. Kann ich mal bitte Heatbot nehmen? Danke. Okay. Jetzt warten wir mal ein bisschen ab. Wir haben keine CS bekommen. Das ist sehr schlecht. Er hat kein Flash mehr. Oh mein Gott. Ich blute wie Bronze. Spielt hyper aggressive. Das Gute ist, dass ich relativ viele machen kann gegen ihn. Ja, ich spiele auch mit zwei. Mal so. Spielt schon ziemlich aggressiv, der Typ. Nein, den verliere ich jetzt. Ja, ich verliere eine Menge. Ich glaube, ich sollte erstmal weggehen. CS bekomme ich sowieso gerade überhaupt nicht. Das heißt, wir machen das so. Dafür habe ich zwar mein TP verschwendet, mehr oder weniger. Aber ist egal. Solange ich mal wieder CS bekomme, ist alles in Ordnung.
Ja, ich habe dafür meinen großen Kenny-Minute verpasst, aber ist nicht so schlimm. First Blood. Na, ich glaube, er will die. Lulu war noch da, das ist nicht so schön für mich. Ja, der Farm von mir ist natürlich grottenschlecht. Kann ich nicht viel gegen machen. Liegt aber auch hauptsächlich daran, dass der Darius unglaublich aggressiv spielt. Ob das ein Vorteil für ihn ist, ich weiß ja nicht. Okay. So, wir gehen als erstes auf Frozen Heart und danach auf Deadman's Plate, ich weiß noch nicht genau. Vielleicht auch Sunfire. Der freeze die Lane soweit, wie er kann. Und er pusht auch die Lane aus, sehr gut. Versuchen die Lane zu freezen, soweit wir können. I'm moving as fast as I can. Yes. Ein bisschen ausgleichen von den Minions, ja, ist nicht so sehr einpusht. Das sollte reichen jetzt. Sehr gut. Game läuft schon mal um einiges besser. Wo können wir backgehen? Wir sind jetzt auch 10 CS ahead. Unser Farm ist trotzdem nicht wirklich gut. 47 CS nach 8 Minuten ist grausam. Aber dafür, dass wir die Lane am Anfang relativ stark verloren haben, das heißt verloren haben, die wurden halt ziemlich hart dominiert, soweit ich das sehen konnte. Wir müssen uns dementsprechend da wirklich ein bisschen entsprechend verhalten. Ansonsten würden wir gegen Darius relativ früh sterben und das wäre nicht in der Sache. Weil Darius kann relativ durchaus noch stark snowballen, wenn er seine Kills bekommt. Und das wollen wir ja nicht. Als Top-Laner. Er pusht schon wieder die Lane ein, das ist sehr gut für uns. Das heißt, wir bekommen die CS. Jetzt muss er mal unter den Tower kommen. Schade. Haben wir eine Ward vielleicht dort? Brauchen wir nicht.
Darius kommt auch wieder. Muscle Machine heißt der, guter Mann. Macht ordentlich Schaden. Darius darf man nicht so lange fighten, weil er sonst seine Droge bekommt, sozusagen, in Anführungszeichen. Und dann könnt ihr uns ziemlich leicht wegholen, obwohl wir so viel Arm haben. Schade. Kommt nicht entgegen. Ich dachte, der will mir jetzt abfangen. Aber anscheinend hat er was anderes vor. Und wir gehen mal back, kaufen unseren Frozen Heart. Und nochmal eine Pink Ward. Open mit. Oh, das war bad. My bad. Ich glaube, das sind auch alles europäische Spieler, wenn sie schon My Bad schreiben. 204. Warum könnte besser sein? 03 Darius. Was die Jinx da gemacht hat, keine Ahnung. Die hat auch einen guten Farm. Komme ich nicht ran. Dann gehe ich mal Toplane. Bis jetzt haben alle Ultimates relativ gut gesessen. Vor allem gerade die letzte. Gegen Darius und Udyr. Wir haben auch mehr Farm als jeder aus dem Gegnerteam. Das ist sehr gut. Der einzige, der uns outfarmt, ist der Lucian. Aber das macht nicht so viel aus. Das freut mich schon eher. So, wir haben Red Buff gehabt, das heißt, naja. Ward rein. Ich auch. Das war's. Ultimate ist ab. Wir haben noch nicht unter Level 2 Ultimate. Und daher fighten wir auch noch nicht. Die Pi in einer Minute 40, genauso wie vom Darius wahrscheinlich auch. Das sollten wir aber selbst schaffen können. Ich glaube, ich gehe nochmal back und kaufe mir mal ein Vor-Item für Sunfire. Da habe ich ein bisschen mehr Damage Output.
So. Also wir haben hier rechtzeitig auf die Lane kommen. Wobei, wir haben gerade einen Cannon-Minion bei uns. Das sollte soweit ausreichen. Ah, knapp. Wir sollten es aber trotzdem noch bekommen können. Ja, das auf jeden Fall. Das reicht mir aus. Das war gar nicht mal so schlecht von ihm. Okay. Not bad at all. Nein, noch nicht. Push die Midlane aus. Und bewege mich wieder Richtung Toplane, um gegenüber dem Darius entgegen zu pushen. So. Okay, wir kommen nicht. Schade. Ich hab zu früh geultet. Höchstwahrscheinlich. Ja, ich muss flashen dafür. Ravenna ist tot. Sehr gut. Tau muss doch bald weg sein. Ja gut, ich hätte ihn noch reinpushen können, aber das wollte ich irgendwie nicht. Fahren wir doch ein wenig besser. Ich gehe gleich Mitte. Ravenna mit dem Damage auf Doom. Dann noch nicht das 6 fertig. 6 fehlen noch. Ja, ich gehe wieder Top-Lane. Taurus pusht die Lane aus. P und J. Das heißt, wir müssen dagegen pushen.
Logischerweise. Vor allem, wir können auch langsam mit Darius fighten. Nicht gegen den jetzt unbedingt. More fucking slow. Zack, bitter. Müssen weiter vor. Und mein Tower. Wundervoll. Weiterhin. Einfach müssen pushen. Ich kann nicht dazu kommen. Aber es sollte egal sein. Es sollte soweit egal sein. Glaube ich jedenfalls. Udyr kommt zwar, aber Udyr macht kein Damage. Der ist tot. Oh. Whatever. Oh, danke für den Wettbuff. Da freue ich mich drüber. Wobei, über den Blue-Buff würde ich mich mehr freuen. Udyr ist wieder tot. 1-6-1. Wundervoll für ihn. Das ist doch mal ein schönes Game, Guys. Ziemlicher Stomp. Okay. Buff geht erstmal auf den Tower. Da ist Udyr. Das heißt, ich gehe erstmal back, wir haben 2000 Gold. Daher noch ein paar Armor-Items. Sollten wir auch genug Mana haben für den Rest des gesamten Games? 1600, ja, sollte reichen. Ja, wird wahrscheinlich gleich wieder sterben, wenn es so weitergeht. Oder auch nicht. Aber mittlerweile sind wir auch wieder zurückgekommen, fahren wir. Na, Flash muss ich. Er ist so gut wie tot. Dachte ich mir schon. Ich push mal weiter. Ist auch worth. Wenn jetzt jemand kommen sollte, werde ich auf jeden Fall Lucian beschützen. Ja, okay, ist er tot. Vergiss es. Abi. Keine Ahnung, was das heißt. Wahrscheinlich eine Beleidigung. Der ist so richtig mad, glaube ich, gerade. Gehen wir gerade mal dorthin. Bei...
fast as I can. Und down. Bei oder auch nicht. Nächster Tower auf meine Kappe. Theoretisch können wir auch wirklich mal den Baron machen. Und man sieht schon, ich bekomme fast keinen Schaden ab. Weiter Armor bilden oder nicht weiter Armor bilden ist die Frage. Ich glaube, ich will weiter Armor. Ja, komm, weiter. Auf geht's. 400 Armor, Guys. 400. Das ist eine Menge. Na gut, ich hab Auto-Text of Doom bei Melfall. Melfall ist so ein brokener Champion, holy shit. Und damit sollten wir auch gewonnen haben. Das Team hat sehr gut gespielt. Da muss ich nicht wirklich viel machen. Und lastet, glaube ich sogar. Wundervoll, ich hoffe mal, es hat euch dann dementsprechend gefallen. Und wir sehen uns von daher beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, see you guys.